So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part haben wir Bowser mal richtig auf die 12 gegeben, mehr oder weniger. Wir haben übelst gefailt bei Bowser Jr. und jetzt geht's in die vierte Welt, in das Schlafzimmer. Wir haben ja schon einiges geschafft und wir haben auch hier schon die feindliche Basis entdeckt. Wir messen einen großen Energieverlust, was treiben die da los? Das ist ja schrecklich. Weißt du was, das interessiert mich eigentlich null, denn wir wollen zuerst in Welt mit 24 Sternen. Das wäre die Windgarten-Galaxie. Oh, die ist schön. Freut euch drauf, let's go! Dort hätten wir den Stern, der Himmel, der Wind und der Hase. Ich mag die Welt. Ist auch nicht gerade ganz einfach, aber die ist schön. Und jetzt die Galaxy 2 Musik, warum ich sie eigentlich hassen müsste, aber... Ja, ne? Die Musik kennen alle, die Galaxy 2 durchhaben. Ne, ich singe jetzt nicht mit. Das können wir ja dann bei Galaxy 2 machen, beim Finale. Wenn mir nichts mehr einfällt, über das wir reden können, weil ich schon so lange bei der letzten Welt sitze. Dann kann ich das ja machen. Aber jetzt nicht. Jetzt ist ja eh schon. Jetzt hat der Part ja gerade erst angefangen, aus dem Grund. Ne? Egal. Oh, ich kann es einfach nicht. Ich kann die Musik nicht einfach ignorieren. Das ist schwer. Weil die Musik, das ist die Galaxy-Musik schlechthin. Also die kennt wirklich jede Galaxy-Spieler. Oder jeder, der Galaxy einmal gesehen hat, müsste die Musik kennen. Was haben wir hier eigentlich? Also, das interessiert mich jetzt. Was haben wir denn hier? Also erstmal eine Fragezeichenmünze mit ein paar Sternteilen. Die grab ich mir natürlich alle direkt. So. Brauchen wir ja auch für noch ein paar für so ein Gromeluma. Kommen ja noch drei. 1800 braucht, glaube ich, der letzte. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler, weil... ja, das Spiel hat man da vorher ja schon mit Mario durch, aus dem Grund, ne? Das war jetzt dumm. Aber gut, ich konnte mich noch retten. Gut, das ist schön. Hier geht's halt eben, wie jeder wahrscheinlich schon erkannt hat. Ich muss natürlich auch immer darauf achten, dass ich den neuen Leuten so ein bisschen erkläre, um was es in der Welt eben geht. Weil, Galaxy, nicht jeder hat eine Wii. Auch wenn jetzt gerade die Wii Mini, ne, raus ist, also Zeitpunkt der Aufnahme ist die auf jeden Fall schon lang draußen. Weil ihr das seht, ja doch. Ihr seht das ja auch jetzt dann demnächst, am Mittwoch seht ihr das Video, kann ich recht gut einschätzen. Kann ich dich einfach chillig? Geil. Das extra Leben des Todes! Werde ich das jetzt bekommen können? Das muss mir einer erklären, wie ich das jetzt bekommen hätte sollen. Na egal. So, wir müssen auch darauf achten, dass wir hier irgendwo alle Fragezeichen-Dinge einsammeln. Denn es gibt hier einen geheimen Stern auf dieser Galaxie. Auf diesen Galaxien? Ja, sind das überhaupt Planeten? Nee, ne? Keine. Sehr schön. Ja, komm. Pissen wir uns rüber. Ist ja eh schon egal. Den gehe ich töten. Und du droppst wieder. Ja, bei dir geht's dann weiter. So. Und du lässt mich dann auch bestimmt weiter, ne? Sehr schön, du bist auch ein ganz, ganz netter Typi. Naja, du gibst mir nur ein extra Leben. Na gut, wie du willst, das ist ja deine Entscheidung. Und da haben wir schon 150. What the fuck? Aber hier geht's ganz sicher weiter, oder ist ja wieder ein extra Leben des Todes? Nein, hier ist kein extra Leben des Todes, hier geht's weiter. Ah, aber da ist wieder so eine Pflanze. Pflanzen, Heini Mann, der kann mich mal richtig bannen. So, kriegen wir noch die 200 zusammen? Glaube ich nicht, jetzt kommt erstmal eine tolle Hasenjagd anscheinend. Genießen.
Labyrinth, nur? Glaubst du, kannst mich fangen? Kann ich! Mach ich doch schon seit Galaxy. Hä? Nicht seit Galaxy. Mach ich doch schon seit SM64. Hasen fangen. Naja, Luigi hast seit SM64 DS, aber das ist auch eine gute Zeit schon. Also da ist er schon geübt im Hasen fangen. Das macht er jetzt fast jeden Tag. Das ist ja so gesehen sein Job, ne? Ist ja Klempner. Klempner müssen ja Hasen fangen. Auch wenn ich mich gerade anstelle, wie der größte Rotz. Aber, ne? Was kann ich denn dafür? So. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Beim nächsten Mal will es aber anders laufen. Okay. Die haben ja auch eine eigene Galaxie bekommen. Oh, die war schrecklich, die Galaxie. Gib her! Sehr schön. Der erste Part im Schlafzimmer und es lief schon so toll, da kann ich mich doch direkt bei euch verabschieden. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, meine Freunde, und tschüss.